Zunächst einmal muss man sagen, die Fertigfuttermittel, die angeboten werden, sind ja aufgrund von bestimmten Fertigungsvorgängen haltbar gemacht worden. Denen ist entweder bei Trockenfutter Wasser entzogen worden, es kommen bestimmte Konservierungs- und Haltbarkeitsstoffe dazu. Und bei Dosenfutter ist es so, dass die zu einem gewissen Grad erhitzt werden und diese Futteraufbereitung gewährleistet eigentlich, dass auch kein infektiöses Virusmaterial mehr im Futter ist.